Fünfter Sieg für den SC Pekelo beim Fußball-Hallen-Masters im Altkreishalle. 6:2 heißt es am Ende gegen die SBVG Steinhagen im Finale. Auch die ganz in weiß gekleidete Sportvereinigung setzt den ersten Stich. Handspiel 9 Meter und den verwandelt Yusuf Şahin humorlos zur Führung für den Bezirksligisten. Und dann zündet Emre Tunçbilek eine Silvesterrakete. Mein lieber Mann, was ein Strahl mit Musik. Unhaltbar für Steinhagens Besten, für Julian Pohlmann, und auch hier ist er machtlos. Daniel Schnappwinkel tütet ein. Danach ziehen die Pekeloer Fans ein bisschen zu sehr am Kabel. Bierbecher fliegen auf das Spielfeld. Doch Schiedsrichter Münstermann hat alles im Griff. Und Steinhagen? Ja, auch sie sind noch durstig. Tim Herben zum 2:2. Der Youngster wird später zum Spieler des Turniers gewählt, doch hier trifft er wenig später auch ins eigene Tor. 2:3 aus Steinhagener Sicht. So geht es auch in die Pause. Schöner Hackentrick. Und dann in allerbester Torjägermanier schiebt Herden die Kugel über die Linie. Mit einer knappen Führung geht der Landesligist in die Pause. Danach wird es eine eindeutige Sache, weil Steinhagen 3 Tage nach Weihnachten fleißig Geschenke verteilt. Özdil nutzt diesen Patzer zum 4:2. Heinsch setzt das 5:2 drauf und Özdil macht den Endstand perfekt. Für den Geschmack von Steinhagens Mesut Şahin ein bisschen zu hoch. Ich finde, wir haben uns gut präsentiert, haben leider im Finale ein bisschen Pech gehabt. Hätten natürlich auch in Führung gehen können. Im Gegenzug kriegen wir das 3:2. Letztendlich haben sich die beiden ranghöchsten Vereine durchgesetzt. Und ja, Glückwunsch an Pekelo. Erstmal allen Mannschaften hier, war ein großes Kompliment. Das war relativ fair, fand ich. Zu uns, wir haben jetzt in 4 Jahren ein Spiel, glaube ich, nur in der Halle verloren. Das war letztes Halbfinale gegen Heger. Wir haben jetzt den 4. Nico Wolter sogar den 5. Titel. Das gibt es, glaube ich, in Steinhagener Zeiten ganz früher mal. Das ist schon außergewöhnlich, finde ich. Und wir hatten den Glück ein bisschen im Halbfinale gegen Österweg, mit dem, dass es nicht 4-4 steht. Aber wenn man ehrlich ist, muss vorher 5-6-1 für uns stehen. Und im Finale genauso aus dem Nichts. Aber die Mannschaft hat wirklich diszipliniert versucht, das Ding hier zu gewinnen. Und Jörg Barnik und Thorsten Herrmann, ihr habt so verdient, ihr beiden. Ihr habt es so verdient. Ich freue mich riesig. Für die Mannschaft, für die beiden, für den Verein und für den Block. Das war geil. Dankeschön.